beast. Eine Ruine. Schon, ja. Aber wenn ein Zwerg sie erbaut hat, wird sie zu seiner Zeit beeindruckt. Zerstören? Wenn es der Wunsch deiner Mutter war. Ja! Du bist zu übereifrig. Er könnte uns angreifen und dann müssen wir ihn töten. Oh, das stimmt. Ich bin bereit. Wir werden sehen. Junge. Jawohl. Der Zwergenkönig hat seine Untertanen Drachen und Monster jagen lassen? Seltsamer König, oder? Ah!
wünschte fast, sie wären stärker. Ist das komisch? Wohl heraus, ob Drachen dankbar sein können oder nicht. Uns nicht. Junge, mach dich bereit. Gern geschehen. Davon haben wir jetzt einen kompletten Satz. Atreus, folge mir. Tut mir leid, ich war abgelenkt.
Vater, das solltest du dir ansehen. Man kann ihn mit dem Hebel dort befreien. Er wird angreifen. Ich weiß, aber es fühlt sich so falsch an, etwas so einzusperren. Wieder deine Gefühle, Junge. Ignoriere es. Und mach dich bereit. Geht klar. Go!
Dein Können verbessert sich. Du hast gut gekämpft. Danke, Vater. Frische Luft tut gut. Also, was ist mit den Leuten passiert, die hier leben? Folge den Hinweisen, Junge. Klar, klar, den Hinweisen folgen. Na gut, also, es war ein böser Zwergenkönig. Und er ließ all diese Leute Monster jagen. Die Leute sperrten sie in Käfige. Und dann? Keine Ahnung. Uns fehlt noch ein Hinweis. Zurück in die Burg? Nein, da drin ist nichts mehr für uns. Aber achte weiter auf Drachen in Ketten, Junge. Vielleicht entdeckst du noch mehr über den Zwergenkönig.
Atreus, folge mir. Tut mir leid, ich war abgelenkt. Junge. Ja, Vater. Interessant. Ugh!
Feinde da vorn! Ich kann nicht mehr. Atreus, hier! Ja, Vater! Und was hast du da draußen entdeckt? Hey, komm bald mal wieder. Der Wasserfall ist wunderschön. Ihr da! Habt ihr die Statue zerstört? Die Statue steht nicht mehr, Geist. Dann bin ich nicht mehr an diese Welt gebunden und kann den wahren Gott des Donners suchen. Er wird Rache erfahren. Ich danke euch vielmals. Und weg ist er. Tapferer Kerl, Thor ganz alleine zu suchen. Er ist ein Narr. Was hat er hinterlassen? Ein Opfer für einen der Götter. Brauchen wir das? Nein, aber die Zwerge vielleicht.
Ich sehe Beute da oben. Stelle anlegen. Komm. Gut, das kommt ins Tagebuch. Wenn ihr fertig seid, muss ich euch um etwas bitten. Worum geht es? Da ist dieser Alchemist, Antwari. Er hat in den Wollunderminen gearbeitet.
Hab schon seit vielleicht 100 Winter nichts mehr von ihm gehört. Ist wohl tot, aber vielleicht könnt ihr ihn ja finden. Er ist ein Zwerg wie ich, trägt einen hübschen grünen Ring. Schuldet mir den Gefallen. Sucht ihr ihn? Wenn es auf unserem Weg liegt. Oh, hab schon verstanden. Nicht der Typ, der irgendwas umsonst macht, oder? Na schön. Wenn ihr Andvari findet, soll euch was Besonderes herstellen. Dieser Zugangstein sollte euch in diese Minen bringen. Die Völundra-Minen liegen direkt hinter diesen Türen. Ihr könnt euch ebenso gut mal drinnen umsehen, meint ihr nicht?